Na gut, ich weiß nicht genau, was seine Aufgabe ist. Ich habe das nie verstanden, was er den ganzen Tag so macht. Wie das, was mir... Ich meine, er ist ein großartiger Spieler gewesen, er ist schon in der DDR mit der U18 Europameister geworden, große Karriere gehabt. Aber was er genau beim FC Bayern macht, warum er geholt wurde, habe ich ja verstanden, als Herr Nährlinger dann gehen musste. Und, aber die Rolle, die er heute hat, auch insbesondere, weil Reschke einer der wirklich guten Leute gekommen ist, wie sich das definiert, ob er bei den Verträgen dabei ist, die Leute sagen, nein, da ist er nicht dabei, irgendwas. Und ich glaube, er hat sich in eine Rolle reingeschoben, die Uli Hoeneß hat. Aber Uli Hoeneß war der Vater. Uli Hoeneß war der Vater des Vereins. Und wenn der seine Spiele macht, ist das eine ganz andere Geschichte, als ob jemand, der seit 2012 beim FC Bayern ist, von dem du nicht genau weißt, was er da treibt, immer mediale Steilpässe in den eigenen Strafraum spielt. Und das ist... Ja, Entschuldigung. Ja, Herr Wolf. Nur ganz kurz dazwischen, ja. Das ist nicht fair zu suggerieren, Matthias Sammer sitzt da den Tag Nein, über die Zeit. Ich weiß, ich das frage nur, ich kann es nicht genau definieren, was er da macht. Er Sag wird eine Aufgabe haben. Ja, also wir müssen gar nicht hier erklären weit schauen. Wenn Sie es mir erklären, ja. Bin ich dankbar. Also wir müssen nur, wir senden hier aus München hier und wir müssen nur ein paar Kilometer weiter schauen. Da wird ein Nachwuchsleistungszentrum gebaut für 35 Millionen, wo Matthias Sammer eine federführende Rolle spielt. Das ist zum Beispiel das eine. Dass es gebaut wird. Ja, dass ein Konzept für dieses Leistungszentrum auch erarbeitet wird, wie man das nutzt, wie man wieder Spieler heranbringt an die erste Mannschaft. Ja. Das ist das eine. Das zweite, und da gebe ich Ihnen recht, ist die Abteilung Attacke. Da hat er natürlich die übernommen. Das ist auch seine Aufgabe, da wird dafür auch bezahlt. Und in diese Rolle schlüpft er auch sehr gerne. Wenn man ihn dann mal, in Anführungsstrichen privat, nach einem Interview noch mal 5 Minuten in Ruhe spricht und dort erlebt, dann ist das ein Mann mit Humor, der auch ganz locker drauf ist. Das ist nur am Fernseher oft so nicht zu erkennen. Das ist ja klar, das ist sein Job und die Rolle will er und die füllt er aus. Leiter der Abteilung Attacke ist er ganz sicher noch nicht, vielleicht Azubi. Aber daraus kann er noch was werden. Wer ist dann der Ausbilder? Der Ausbilder ist zurzeit nur sehr, sehr selten da. Ja. So, genau. Und deswegen muss dieses Vakuum, was in dem Fall vielleicht ein bisschen entstanden ist, muss gefüllt werden. Und aber da hat Sammer gesagt, das mache ich. Warnen kann er super, mahnen kann er super, aber er sollte sich nicht. Das hat extrem was mit Authentizität zu tun. Und wenn dann Uli Hoeneß vor die Kameras tritt und hochrot anläuft, sodass ihn viele auch Osram nennen in dem Moment, wenn seine Halsschlagadern rauskommen, dann nehme ich ihm das hundertprozentig ab. Wenn Matthias Sammer versucht, diese Rolle auszufüllen, dann ist das für mich noch nicht authentisch, weil Sprüche, weiß ich nicht, die liegen ihm nicht und die kommen eben nicht von ganz oben vom Vater, der den Verein aufgebaut hat. FC Bayern, er nimmt seine Mannschaft in Schutz, er nimmt seine Spieler in Schutz. Warum sollte er das nicht tun? Ja, aber das kann man ja auch auf einer sachlichen Ebene machen und das muss man nicht. Und das meine ich mit Glaubwürdigkeit. Das musst du nicht mit dieser Rumpfspruch. Ich meine, Sammer hat sich ja schon des Öfteren an der Liga und ihren Figuren abgearbeitet. Ist das halt auch für ihn wichtig, um sein Profil zu schärfen in diesem Zirkus Bundesliga, vor allen Dingen auch in diesem Bayern-Umfeld, wo die Strukturen halt wirklich sehr, sehr starke Leute brauchen und haben? Also Matthias Sammer ist auch in erster Linie ein großartiger Spieler gewesen und er war auch ein erfolgreicher Trainer. Ja, und er hat ein Standing gehabt in der Bundesliga, das seinesgleichen sucht. Und ich kann das nicht ermessen, welche Rolle er beim FC Bayern spielt. Aber wenn Sie sagen, Reschke ist gekommen, dann bin ich überzeugt, dass Matthias Sammer Reschke auch geholt hat. Der FC Bayern ist medienträchtig. Ja? Und an derselben der Straße versammeln sich ihre Kollegen täglich. Und irgendjemand muss dann auch außerhalb des rein sportlichen Bereiches Rede und Antwort stehen. Und das ist nun mal die Aufgabe jetzt von Matthias Sammer. Und wenn ich 18 Interviews am Tag gebe, dann kann es auch passieren, dass eins mal daneben geht. Und dies mit dem Puck, das ist halt schlichtweg daneben gegangen. Aber das geht mir, wenn ich das so sagen darf, auch regelmäßig so, dass ein Interview mal daneben geht.